Der kleine Schippi hat es geschafft, über einen Tierarzt zu uns zu kommen. Er gehörte einer Dame, die hatte einen Unfall, musste daraufhin ins Krankenhaus. Schippi raste hinterher und wurde dann angefahren. Und der Tierarzt konnte ihn natürlich nicht behalten und hat uns dann angerufen und gefragt, ob wir ihn nicht übernehmen können. Haben wir. Die Dame ist so schwer verletzt worden bei ihrem Unfall, dass sie gar nicht mehr gehen kann, dass sie auch Kopfverletzungen hatten, die langwierig und schwerwiegend waren. Aus diesem Grund kann sie sich kaum um sich selbst kümmern, geschweige denn die Verantwortung für einen kleinen Hund übernehmen. Aber Schippi sieht sie regelmäßig. Schippi braucht wirklich ihre Hilfe, genauso wie unsere anderen Tiere, in Form einer Patenschaft. Wäre das wunderschön für uns alle. Sie haben dann ihr eigenes Patenkind, von dem wir ihnen auch gerne immer wieder berichten. Und die finanzielle Unterstützung brauchen wir einfach, um sein Leben zu sichern. Sein Futter, seinen Tierarztbesuch. Vielen Dank.